Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Overwatch. Heute mal alleine, denn es gab einen Patch, den ich jetzt mal eben schnell selbst alleine aufnehmen werde, denn wir haben jetzt hier den Trainingsmodus nochmal hervorgehoben. Zumindest wurde mir beim Starten der Trainingsmodus nochmal angepriesen. Und wir haben hier neue Icons und wir haben jetzt den Weekly Brawl. Jede Woche ein neuer Brawl. Und heute haben wir den Super Shimada Bros. Willkommen in Hanamura, nur Genji und Hanzo. Schnellere Fähigkeiten, langsamere Ultimates. In Hearthstone gibt's das ja auch. Da gibt's ja auch jede Woche ein neues Game sozusagen. Und ich weiß, was ich tue, danke. Da wurde das so ein bisschen übernommen. Was ziemlich cool ist, denn da hat man jede Woche mal etwas Neues. Und ich weiß nicht, ob man... Huch, das wurde auch geändert hier anscheinend. Das sieht ziemlich krüppelig aus. Hanzo bin ich ja eher. Aber, ja, ich bin. Wie Übungsgefecht in Hanamura, bis genug Spieler gefunden wurden. Alles klar. Ich finde die Zahl jetzt hässlicher. Ist das normal? Also, das wurde deutlich hässlicher gemacht. Okay, also es gibt ein paar... Und neue Skins gibt's auch. Da können wir am Ende nochmal ein bisschen reingucken. Jetzt kommen die Leute. Und die Spieler-Icons wurden geändert. Sind die echt so kacke jetzt oder kann man das einstellen? Ich habe ja leider ziemlich lowe Einstellungen bei Overwatch, weil mein Rechner so scheiße ist. Aber die sind hässlich jetzt. Oder ist das nur ein Weekly Brawl? Das ist natürlich jetzt die Frage. So, ich bin ein Hanzo-Guy. Die meisten werden wahrscheinlich Genji spielen. Oh, drei Genjis, drei Hanzos. Ist ganz geil. Und what the fuck, warum... In was für ein Spiel bin ich denn jetzt gekommen? Weißt du, egal. Und wo ist die Musik? Ich weiß es nicht. Der Sound ist gerade relativ leise. Passt schon. Manchmal hat man keine Musik in Overwatch. Keine Geräusche, nix. Aber okay. Da, ich habe ihn dir markiert. Nice, der Genji. So, wir müssen jetzt verteidigen. Kenshi. So, den haben wir geholt. Den nicht. Ah. Jetzt müssen wir natürlich gucken. Der war gut. Der war auch gut. Ich bin ja eh so der Hanzo-Spieler. Alter, was geht hier ab? Jetzt habe ich gerade einen hinter mir, oder? Oh, Leute. Ah! Das ist ganz schön stressig. Eigentlich ist es doof, Hanzo zu nehmen, weil ich finde, Genji gegen Hanzo ist ein Top-Konter. Eigentlich ist Genji hier deutlich im Vorteil. Und wir bleiben mal Hanzo, weil ich Hanzo einfach besser spielen kann. Das X ist ja auch... Ist das jetzt mit dem Brawl so? Oh Gott. Ja, das wird jetzt natürlich funny. Zielpunkt B. Der Drache sieht euch. Zielpunkt B. Okay, die Stimmen wurden auch geändert. Mit jedem Patch ändern die krass die Sachen, ey. Kommen wahrscheinlich von rechts. Nee, da ist keiner. Seht, was unsichtbar ist. Da kommt ein Genji. Getroffen. Nicht getroffen. Drache sieht euch. Ah, ich hab dich gesehen da oben. Getroffen, nice. Ah, scheiße. Fotzo, hau mal ab. Okay, ich bin mal hier reingegangen. Zum Heilen. Ja, den treffen wir doch da, oder? Die Kunst der Täuschung. Die gewinnen gerade. Schaut mit den Augen des Drachen. Mein Gott, ey. Hier werde ich sogar ruhig schon wieder. Nice, einen haben wir. Nur Genji und Hanzo ist echt anstrengend. Und die Ultimate dauert... Oh, fuck. Na, lass mich mal hier heilen. So. Das ist gar nicht mal so verkehrt hier. Komm, greif den Genji dann. Ist das dein Ernst? Sicher den Punkt.
Okay. Ich bin weg. Oh. Erstmal chillen. Erstmal heilen gehen. So. Alter, wie oft haben die denn ihre Ultis? Genji ist so flink. Geil. Oh, ist das ein Feind? Ja, das ist ein Feind. Oh mein Gott. Ich treffe den da oben nicht. Jetzt habe ich getroffen. Der ist fast tot, komm. Nice. Alter, sind die stressig. Das merkt man das mal. Wie das ist, wenn man nur einen Charakter nimmt. Oh, können wir mal chillen jetzt? Ah, nein. Nein, nicht sterben. Meine Killstreak. Oh. Oh. Nice Shot von ihm. Ich muss heilen gehen. Alter Falter. Ist das stressig. Da ist ein Hanzo. Hat er das jetzt tatsächlich geblockt? Ich habe ihn am Kopf getroffen. Nice. Der Drache führt meine... Ah, okay. Ich habe ihn getroffen. Komm schon. Danke. Der war gut. Da, da ist ein Genji. Komm, treff ihn. Nice. Da oben ist ein Hanzo. Komm schon. Sei mein Kill. Niemand kann sich verstecken. Der Drache sieht euch. Hinter mir wieder? Nee. Ist das ein Drache von uns gewesen oder war das ein Ulti von Genji? Ich weiß es nicht. Oh, ich hab getroffen. Da fehlt noch einer runter. Mit den Augen des Drachen. Aber. Die Kunst der Täuschung. Die mit ihrer Scheiße immer. Aber ich habe meine Ulti gleich wieder. So, mal heilen. Da oben wieder. Nice! Nice predicted, würde ich sagen. So, warte mal, schießen wir mal dahin. Einen haben wir. Schade. Den haben wir gesehen vorher. Der kommt da runter. Nice. Nice. Wir sind gerade gut dabei. Man hat seine Ult. Seine Dings mega schnell. Oh, fuck, den sehe ich da hinten. Niemand kann sich verstecken. Und. Yes! Ey, wer ist da drauf? Da ist noch einer drauf. Nice gemacht, Jungs. Killstreak 15 Spieler. Läuft. So, ich heil mal eben. So. Ist aber, glaube ich, schwer. Da sind zwei drin. Das heißt, ich muss da mal rein. Einmal da runterschießen. Ja, genau da ist er nämlich. Nice, in der Luft geholt noch. Einfache Geometrie. Der kommt da, da. Hol ihn dir, Tiger. Ich habe ihn getroffen. Das war der feindliche Hanzo. Da oben ist noch einer. Auch getroffen. Nochmal getroffen. Auch getroffen. Und getötet. Und ich hau mal ab. So, man muss hier bei dem Modus wissen, wo die... Alter. Wo die Ecken sind, wo man reinschießen kann. Zum Beispiel da oben. Was ich jetzt nicht getroffen habe, weil ich zu niedrig geschossen habe. Der Drache wieder. Aber unserer. Okay, cool. Ach, da. Da hat man es gesehen. Schade, da sind die Pfeile falsch geflogen. Ah, ich werde angeschossen. Getroffen. Hahaha. Ich gehe mal eben aufladen. Mega Kacke für
Ich dachte, das wäre ein Feind, Hanzo. Alter. Stets, sechs sind die auch auf Hanzo. Ah, links! Dass die nicht abhauen. Fliehen ist zwecklos. Der kommt da runter, oder? Oh, ist jetzt einer von uns gestorben? Oh Gott. Oh Gott, da ist einer. Wenn wir über die Ecke schießen, kriegen wir den. Einer hat das Spiel verlassen. Das dauert dem wohl zu lange. Ich finde auch, dass die Zeit zu lange ist in dem Brawl. Komm, der ist fast tot. Der auch, komm. Ah, scheiße, meine 19er Killstreak. Nein, wenn wir jetzt verlieren, weil ich weg bin, ne? Weil ich hab schon, ne? Die Genjis und die Hansos im Hintergrund. Das Porträt von Hanzo wurde auch geändert, oder? Sehe ich gerade unten links. Aber wir haben schon gut aufgeräumt. Leider ist keiner on fire in dem Match. Das geht wahrscheinlich nicht. Da unten ist ein Hanzo. Das war, glaube ich, ein Fehler, hier drauf zu gehen. Ah, jetzt sind die drei Genjis. Das ist zu viel. Jetzt gewinnen sie. Jetzt stürmen sie gerade. Okay, warte. Jetzt wechsle ich auch mal schnell auf Hanzo. Genji. Schnell, 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 schnell. Haben wir jetzt verloren deswegen? Ey, ernsthaft? Guys! Wow! 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 Ich bin enttäuscht. Am Ende jetzt? Am Ende, oder? Aber war nicht schlecht. Wir haben die Goldmedaille im verursachten Schaden. Also wir haben gut Schaden gemacht. Hier, längste Killstreak, 19. Komm, Leute. Das könnt ihr mir ja wohl gönnen. Also da würde ich sagen, da vote ich sogar für mich selber. Ausgezeichnet. Dankeschön. Matchbewertung, oh, war positiv. Auch wenn sie am Ende ganz schön gefällt haben. Und das war's mit der Folge Overwatch soweit. Ich verlasse jetzt das Match. Moment, Highlights? Was ist das? Ist das mein Highlight? Ach, cool, man kriegt noch ein persönliches Match-Highlight. Das ist ja cool. Das finde ich richtig nice eigentlich. Auch wenn das nicht so cool war. Aber es ist cool, dass jetzt jeder... Okay, Overwatch, alles okay. Sein eigenes Highlight kriegt. So, wir gucken mal in die Heldengalerie, denn es gibt neue Skins. Den kennen wir, glaube ich, schon. Der ist, glaube ich, noch alt. Es haben nicht alle natürlich neue Skins gekriegt. Ich gucke jetzt gerade mal die, die mich interessieren. Ich weiß, dass Junkrat ein neues hat. Junkrat hat relativ coole. Er hat den Hofnarr. Das ist relativ cool. Ja, Verrust ist ja okay. Hat May neue? Schneepflaume. Ihr denn? Okay, das sind nur Farben. Lucio hat noch neue gekriegt. Hier den Space Frog, der sehr cool ist. Und den Hip-Hop. Synesthesie ist einfach nur eine andere Farbe. Reaper hat einen coolen neuen. Und zwar den Nimmermeer, der verdammt episch aussieht. Der hat so eine Vogelmaske auf. Und Reinhard Löwenherz habe ich, glaube ich, schon mal gezeigt. Wenn nicht, habe ich ihn jetzt gezeigt, der verdammt cool aussieht. Hat Tracer endlich mal coole? Nee, Tracer hat keine coolen. Tracer ist so cool, wie sie ist. Ansonsten Zenyatta vielleicht noch? Zenyatta, Ifrit, Ra. Okay. Falls ihr noch wisst, wer noch coole Skins hat und ich jetzt gerade nicht alle durchschauen möchte, der will... Ich glaube, er hat neue. Stuntman ist, glaube ich, neu. Commander Morrison kommt mit der Origin-Edition. Knochen finde ich sehr cool. Könnte ich mir sogar kaufen. Ich glaube, ich kaufe mir Knochen. So, hier, habt das gesehen, live. So. Ich fand Knochen jetzt sehr cool, muss ich gestehen. Auch wenn es so ein andersfarbiges Ding ist.
Barbarossa, Deadlock. Barbarossa ist doch neu, oder? Sehr cool. Und Winston hat auch immer sehr coole. Da kann man eigentlich nochmal eben reinschauen. Froxton. Achso, nee. Und Widowmaker. Das ist der letzte, wo wir jetzt reinschauen. Nee, das sind die gleichen. Odile und Odette. Und Noir. Edelrost. Da fände ich es noch cool. Das wird bestimmt auch kommen. Wenn man den Skin sieht, es kam jetzt dieses Animated raus von Winston kam ein Animated raus, wo man Winstons Vergangenheit ein bisschen kennenlernt. Und da war einmal Widowmaker vor ihren Widowmaker-Dasein zu sehen. Fand ich sehr interessant und cool. Und Einsamer Wolf ist übrigens ein Skin, den ich haben will, weil der hat auch eine andere Ulti, die sieht dann anders aus. Sehr, sehr cool. Und da sieht man halt auch Widowmaker in ihrer menschlicheren Form. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part von Overwatch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.